Hallihallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade hier im LS 19. Ja, wie ihr seht, es ist alles soweit vorbereitet. Wir könnten rein theoretisch anfangen. Ich muss nur noch mal kurz was dazu sagen. Also Primus ist gemietet, ist klar, soweit alles hier. Ich habe hier noch ein bisschen Melasse mit hingebracht. Ich hoffe, das reicht. Also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ich gehe mal einfach davon aus. Ich hatte das Wasser fast hier mit hingestellt. Problem, er füllt das irgendwie nicht auf. Also ich weiß nicht, ob ich dafür zu dumm bin oder ob das echt nicht funktioniert. Also ich habe es nicht hingekriegt. Keine Ahnung. Also er überlädt das Wasser von dem Tank in die Primus nicht. Ich weiß nicht, ob es am Fass liegt oder ob das allgemein nicht funktioniert. Keine Ahnung. Um jetzt nicht jedes Mal zum Hof zu fahren, habe ich hier hinten irgendwo in der Ecke. Boah, irgendwo hier ganz still und heimlich, hier sieht man schon, habe ich ein Wasserröhrchen hingestellt, dass wir hier, falls das alle ist, auffüllen können. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie hoch der Verbrauch im Allgemeinen ist. Deswegen, ja, habe ich provisorisch da mal so ein Fässchen oder so ein Röhrchen hingestellt, dass das, ja, dass wir da nicht immer zu auffüllen müssen. Oder zum Hof fahren müssen, sagen wir es mal so. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen. Ich weiß nicht, wieso er da hinten. Ne, das ist das Gewicht. Wieso er da ein bisschen was liegen lassen hat, keine Ahnung. Ja, wir fangen einfach mal an. Also, ja, wir werden jetzt einfach mal losdüsen und dann gucken wir mal, wie das gute Gerätchen hier so im Original funktioniert. Also John Deere ist konfiguriert übrigens. Den habe ich jetzt auf die 352 PS, die er am höchsten haben kann, habe ich den jetzt umkonfiguriert. Hat geklappt, weil ich den Viehanhänger verkauft habe. Genau, der Viehanhänger. Der musste dran glauben und deshalb konnte ich da noch ein bisschen was konfigurieren. Passt natürlich ganz gut, ne? Wenn ich das jetzt hier nämlich so sehe mit 5 km/h, das hätte natürlich dann doch schon extrem lange gedauert. Ich meine, mit 10 km/h ist jetzt auch nicht unbedingt besser. Aber ja, 10 km/h finde ich dann noch schon ein bisschen entspannter als 5. Wir werden jetzt einen Anhänger voll machen. Ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge schaffen werden. Den werden wir voll machen und den werden wir so verkaufen, dass erstmal wieder ein bisschen Geld reinkommt. 4.000 Euro ist ja jetzt nicht viel. Ich weiß nicht, ob wir für die Primus irgendwie im Laufe der Zeit noch Mietkosten haben. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und ja. So sieht der Plan erstmal aus. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt habe. Wir werden hier jetzt alles pressen. Also auch da drüben. Weil die Wiese, die wir hinten beim Pferdestall noch haben, die wird oder ist jetzt auch reif. Und da werden wir dann die Heuballen auspressen. Also das heißt, wir werden jetzt hier einmal alles komplett wegpressen. So mit Pellets. Wie gesagt, ein Teil geht in die Palettenproduktion und ein Teil werden wir so verkaufen, dass wir halt beides mal so gemacht haben jetzt erstmal. Und ja, auf dem anderen Feld dann da drüben, da werden wir dann die Heuball pressen. Weil dann haben wir das hier einmal komplett abgeschlossen. Die Mietkosten für dieses schöne Gerätchen hier sind natürlich auch nicht gerade wenig. Deswegen, ach, es quält sich ein bisschen, ne? Okay, und in den Kurven, guck mal, da hinten und hier lässt da auch ein bisschen was liegen, ne? Okay. Ich weiß nicht, ist das nicht gemacht dafür, dass er in den Kurven so fährt, oder? Ah, jetzt fallen Pellets rein. Okay, eben war die Animation nicht ganz so gut zu sehen. Ja, gar nicht zu sehen, sagen wir es mal so. Na gut, müssen wir mal beobachten, ne? In den Kurven, ob er da das aufnimmt oder nicht. Weil wenn nicht, ist natürlich ein bisschen blöd. Dann bleibt das da jetzt liegen und ja, nicht so cool. Weiß auch nicht, ob das denn original so sein soll oder ob das ein Bug ist. Jetzt, um das mal so zu sagen, keine Ahnung. Also, nur ein bisschen auffällig jetzt gewesen in den Kurven, dass wir da, oder dass das liegen bleibt alles. Müssen wir mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir einmal rumkommen, aber ich glaube, sollten wir schaffen. Also sollten wir nicht voll sein und müssten
Nee, sollten wir nicht voll sein und sind unten, genau. Dann tanken wir einmal ab. Weil wir eh dann schon da unten sind. Ich meine, an sich ist es ja eine richtig geile Presse, ne? Also ist schon cool. Macht echt Spaß damit. Habe ich richtig Bock drauf. Ich habe die PC-Spieler ja am LS17 immer beneidet, weil ich die da schon geil fand. Und hätte die auch gerne gehabt, aber dass ich jetzt selber damit spiele, ja, hat schon was. Finde ich also echt nicht so schlecht. Fällt mir wirklich gut. So, jetzt fahren wir mal hier eine Kurve. Das ist aber das. Ne. Ne. Keine Ahnung, woran es liegt. Oh, ich komme mal ein bisschen zu weit rüber. Aber. Jetzt lässt er sogar alles liegen. Okay. Ja, fast alles. Das ist ja jetzt ein bisschen. Ah, jetzt nimmt es. Ja, jetzt nimmt es wieder mit auf. Okay. Ah, das müsste jetzt wieder ein bisschen liegen. Hm. Keine Ahnung, oder das Problem liegt. Weiß nicht, weil hier fing er auch schon an, so ein bisschen rumzuspinnen, sage ich jetzt mal. So, zum Abtanken jetzt werde ich ihn aber mal ausmachen, der ist nämlich echt laut. Wo ist hier das Röhrchen? Warte mal, wie fahre ich denn das nochmal aus hier? Aha, so, okay, alles klar. So, unser gemieteter Krampe-Anhänger hier. Ja, passt gut, ne? Von der Höhe so ist alles schick, finde ich. Sieht ganz gut. Aber dass er das in den Kurven nicht mitnimmt, finde ich ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Das ist wirklich ein bisschen komisch. Hm. Ja, Animation ist auch ganz gut. Auch da hat er ja echt eine ziemlich lange Bahn nicht gepresst. So, wie war das jetzt? Aha, so, alles klar. Gut, dann müssen wir es jetzt. So, dann fahren wir hier nochmal zurück. Gucken mal, ob wir das hier jetzt alles mitgenommen kriegen. So. Ne, hat er keinen Bock drauf, absolut nicht. Das jetzt dann doch schon eher. Okay. Das ist doch stellenweise vielleicht auch ein bisschen. Bisschen komisch das Ganze. Hm. Na schade, ist natürlich jetzt doof, ne? Das, was in den Kurven liegt, das wird natürlich jetzt alles liegen bleiben. Ich habe ja eher gerne so ein sauberes Feld, also so eine saubere Wiese. Und da mal ein, zwei Krümel liegen bleiben, okay, aber das sind ja jetzt hier schon ganze Brocken, die hier liegen bleiben am Ende. Natürlich doof. Ja. Ne, findet er absolut nicht geil. Keine Ahnung, was er damit für ein Problem hat. Ja gut, müssen wir so akzeptieren und dann ist das leider so. So, nehmen wir das denn jetzt wenigstens auf hier? Ja. Das ist okay, das passt soweit. Ja, ich hoffe mal, dass er jetzt auch die ganze Bahn mitnimmt hier. Aber wie gesagt, so einzelne Krümel. Hm, na gut. Ja, werden wir mal schauen, wie viel wir hier runterkriegen am Ende. Also ist ja doch schon eine relativ große Wiese. Klar ist sie jetzt nicht komplett gedüngt worden. Aber, ja, schauen wir mal. Ach so, Preis wäre vielleicht mal relativ interessant gewesen, ne? Pelletpreis, was haben wir da aktuell? 1348 müsste der erste sein, ne? Ja, das geht doch. Das ist doch okay. Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann werden wir das verkaufen. Also erstmal einmal lose. 1300. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Also ich kenne die Preise jetzt noch nicht so. Wie gesagt, ich spiele jetzt hier mit euch so wirklich das erste Mal damit. Hatte ja mal gesagt, dass ich, wenn ich was ausprobiere, probiere ich es
Ja, ab und zu offline aus, aber so im Großen und Ganzen spiele ich eigentlich mit euch damit. Oder zeige ich euch das. Also ich habe jetzt noch keine 20 Stunden damit gespielt oder sowas, ne? Also ist auch noch relativ neu für mich. Aber bis jetzt macht Spaß. Wie gesagt, man kommt echt langsam voran. Aber ja, stört mich jetzt nicht so großartig. Um ehrlich zu sein, ist schon ganz cool. Echt schon ganz cool. Aber du brauchst halt extrem viel Power, ne? Und um halt, ja, das machen zu können, brauchst du auch eigentlich extrem viel Geld. Also die Halle, gut, die Halle hätten wir uns jetzt nicht unbedingt hinstellen müssen. Da hätten wir es auch lose verkaufen können. Das wäre auch nicht das Problem gewesen. Aber ich wollte die Halle halt mit rein haben. Und naja, dann halt die Primus, ne? Das ist natürlich ein gewaltiges Ding. Das kostet auch einen Haufen Geld. Also, hat er das jetzt mit aufgenommen? Du merkst halt auch das Gewicht, ne? Wenn du hinten drückst und alles, also schon richtig schwer. Ja, das hat er jetzt mit aufgenommen. Es ist wirklich richtig schwer. Okay. Naja, mal sehen. Wird schon irgendwie schief gehen, das Ganze. Aber ich hätte gedacht, die Folge ist fast schon wieder vorbei. So ein bisschen mehr schaffen, um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube, sofern die Kurve ein bisschen zu hart wird, ja, dann schaltet er ab. Dann hat er keinen Bock mehr. So, mal gucken, ob er es jetzt nimmt. Ja. Ja, ist noch so ein bisschen Feingefühl gefragt bei der ganzen Sache. Ist schon echt ein geiles Teil, ne? Also auch, wie sie das so hingekriegt haben, sieht schon echt geil aus. Klar. Also die Animation für die Pellets ist manchmal auch noch so ein bisschen, ja, kommt erst ein bisschen später manchmal, wo du da schon eine halbe Minute bei bist, aber ja, so an sich ist echt in Ordnung. Also kann man zur Abwechslung mal mitspielen. Passt ganz gut. Ja doch. Also soweit ich weiß, wird das ja eigentlich nur mit Druck gepresst, ne? Also das ist schon, ja, brauchst halt nichts. Nicht großartig was für, ne? So mit, ja, Druck. Aber da muss dann ja echt ordentlich Power hinter sein, ne? Da muss richtig Power hinter sein. So wie hier jetzt mit den Pellets. Jetzt, ach doch, von oben sieht man das dann noch ein bisschen besser. Ja, schon echt nicht schlecht. Wenn wir dann auch immer so durchgehend die 10 km/h fahren könnten, wäre das echt in Ordnung. Aber da es ein bisschen bergauf geht, schaffen wir noch 2 Bahnen, also hoch und runter. Ich glaube nicht, ne? Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Wir fahren mal durch. Ich hätte eigentlich mit euch ganz gerne noch einen Anhänger abgegeben heute, aber da bringt wohl nichts. Ja, da unten auch wieder. Echt, kurios. Also so einen ganzen Tag könnte ich das jetzt auch nicht, ne? Wenn ich so Landwirt wäre, den ganzen Tag auf der Wiese oder so mit 10 km/h lang juckeln da, das ist schon sehr belastend, denke ich mal, irgendwann. Also irgendwann wird es, glaube ich, echt belastend, wenn das so ist. Ich meine, du hast natürlich auch immer so deinen Aufgabenbereich, du musst alles gucken, dass das passt, gerade bei so einem tollen Anbaugerät hinten. Aber es kann schon, denke ich, relativ lang werden, der Tag, wenn man so durch die Gegend fährt die ganze Zeit. Aber gut, kann man nichts machen, ne? Wer sich den Job aussucht, der muss da durch. Das ist nun mal so.
So, dann können wir hier danach düngen. Ach so, und die 42 müssen wir, glaube ich, auch noch kalken, ne? Das darf ich nicht vergessen. Also da müssen wir echt nochmal beigehen. Dass wir da nochmal rüber kalken. Ich hoffe ja, dass wir das noch hinkriegen, bevor die nächste Wachstumsstufe da ist. Müssen wir mal sehen. Oder wir müssen es einmal zwischendurch machen, dass wir da einmal beigehen. Und da dann einmal nochmal rüber kalken. Aber vergessen darf ich das wirklich nicht, weil da ist nachher Stroh, da wollen wir ja auch noch ein bisschen was machen mit, also mit Pellets pressen und vielleicht auch noch ein paar Strohballen, hatte ich ja gesagt, glaube ich, ne? Also Hälfte, Hälfte wollte ich machen. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon gesagt habe, glaube nicht, aber dann wisst ihr es jetzt. Ja, und dann müssen wir ja noch die Sojabohnen, die müssen auch noch geerntet werden. Aber das dann alles nach und nach, wenn wir hier durch sind, weil hier können wir ja keine Helfer fahren lassen. Das wird leider nichts, das müssen wir alles schön alleine machen. Und jetzt sind wir auch gleich voll. Schauen wir doch nicht mehr. Na gut, ist auch egal, dann fahren wir einmal schnell runter. Tanken nochmal ab. So. Fuel. Klappen wir das gute Gerätchen mal auf. Mal ganz geschmeidig hier rüber. Und ich sehe gerade, wir sind schon längst über der Zeit. Das heißt, wir werden das hier erstmal beenden. Ich hätte gerne mit euch einen Anhänger verkauft, aber dass das jetzt so langsam geht, hätte ich auch nicht gedacht. Sei es drum, machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, schreibt auch gerne mal einen Kommentar, was ihr davon haltet, von der Primus oder wie gesagt, zu den Auslässen hier in den Kurven, ob das so sein soll oder nicht. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!